grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Raudl. Auf unserem bunten Plätzchenteller darf eins nicht fehlen und das sind die Nuckertsterne. Die haben wir daheim auch schon immer gern gemacht und natürlich auch gern gegessen. Also viel Spaß beim Zuschauen. Zum Teig für die Nuckertsterne mit Haselnusskrokant braucht man folgende Zutaten: 200 Gramm gesiebtes Mehl, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 150 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, eine Messerspitze abgeriebene Bio-Zitronenschale und ein Eigelb. Aus dem wird jetzt ein Mürbteig gemacht. Für den Mürbteig nehmt die kalte Butter und schneidet kleine Stückchen in das Mehl. Dazu kommt jetzt der Zucker, die Mandeln und die Bio-Zitronenschale. Und das vermischen wir jetzt ein bisschen so, dass sich die Butter ein bisschen verteilt. Wenn sie jetzt die Butter da drin ein wenig verteilt hat, dann kommt das Eigelb dazu. Und dann sollte das alles nun ziemlich schnell gehen und ziemlich schnell zusammengearbeitet werden. Das ist jetzt ein schöner, geschmeidiger Teig geworden. Den packt jetzt in eine Frischhaltefolie und der kommt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Bis dann! Der Teig hat jetzt eine halbe Stunde geruht und wird jetzt ausgerollt. So, 3 mm dick sollen die Sternchen werden. Die Sterndal, die kommen jetzt für 10 bis 12 Minuten in den Ofen. So schauen die Plätzchen noch gut 10 Minuten aus. Und das reicht auch. Für unsere Nuckertsterne lasst ein bisschen ein Nuckert schmelzen. Das heißt, ich habe in der Nähe vom Ofen hingestellt, aber nicht in ein Wasserbad, weil es da oft zu flüssig wird, weil es soll ja einigermaßen streichfähig sein. Dann streicht es den einen Stern ein. Und gebt den anderen Stern drauf. So macht sie es jetzt mit allen Sternen. Und wichtig ist auch, wenn sie es einstreicht, dass die Sterne auf der Blechseite einstreicht. Denn die Blechseite, die ist nicht so schön glatt als wie die Oberseite. Schaut mal zum Beispiel hier. Das ist die Blechseite, wo sie draufgelegen sind. Und so auf dieser Seite ist ja viel schöner. Also du streichst die Blechseite ein und auch den anderen Stern mit der Blechseite draufsetzen, damit beide Seiten schön sind. Zwischenzeitlich habe ich eine Kuvertüre geschmolzen und mit der streichen wir es jetzt ein. Und noch am Einstreichen, da kommt ein Krokant drauf, ein Haselnusskrokant. Ich habe das jetzt gekauft, das kann man auch selber machen, aber das Selbstgemachte findet immer, das weicht dann schneller auf. Das wird dann nicht mehr so knackig. Und so schauen es dann aus, wenn es fertig sind, unsere Nuckertsternerl. Viel Spaß beim Nachbacken. Bitte euch, bis zum nächsten Mal.